Also wenn plötzlich ein Riesenraumschiff in der Umlaufbahn erscheint, dann ist das keine Sache, die die USA abmachen können und keine, die Russland abmachen kann. Da ist verdammt nochmal die Menschheit dazu verdammt, gemeinsam was zu unternehmen. Herzlich willkommen bei Exomagazin TV, dem Magazin für Freigeister. Ständig werden im All neue Exoplaneten entdeckt. Da liegt es doch nahe, dass die Menschheit früher oder später tatsächlich mal mit Außerirdischen zusammentreffen könnte. Aber was passiert dann? Wissenschaftler sind sich einig, dass ein solcher Kontakt tiefgreifende Auswirkungen auf uns hätte. Und darum haben sich einige von ihnen in einem Forschungsnetzwerk zusammengeschlossen, um die Folgen eines Erstkontaktes zu analysieren. So wie Dr. Carsten Kruschel, ein Science-Fiction-Experte, der mit mir über die große Bandbreite der möglichen Erstkontaktszenarien philosophiert hat. Was große Verwerfungen auslösen könnte, ist, wenn es tatsächlich eine Interaktion gibt. Wenn bloß die Aliens da oben rumschweben, da gewöhnen wir uns halt an den einen Himmelskörper mehr und gut ist. Und vielleicht gibt es dann Regierungen, die sich zusammentun, um da eine Expedition auszurüsten, die mal hochfliegt und nachguckt. Aber wenn die anfangen, mit uns Handel zu treiben, dann wird es schwere Verwerfungen geben. Denn wie gesagt, asymmetrisch, das heißt, die könnten uns überschütten mit Dingen, für die wir gar nicht reif sind. Das ist sehr satirisch und sehr schön, auch von den Strugatskis geschildert worden in ihrem Roman Die zweite Invasion der Marsmenschen. Da kommen die Marsmenschen nochmal und wollen aber nicht mehr mit Krieg. Sie haben festgestellt, dass die Menschen etwas haben, was unheimlich wertvoll ist für sie. Wir wissen nicht, was sie mitmachen, aber die sind scharf auf Magensaft. Und alle Menschen laufen mit so einem eingepflanzten Schlauch rum und essen blauen Weizen, der extra gezüchtet worden ist, weil der die Magensaftproduktion anheizt. Und die können halt mit dem, was sie von den Aliens für den Magensaft kriegen, wunderbar leben. Und da wird die ganze Gier der Menschen so richtig schön karikiert. Welches Land war das, was die Kolonialisten, die Kolonialherren mit Opium gefügig gemacht haben? China. China. Und in Australien war es ja mit den Aboriginals mit Alkohol genauso, ne? Ja. So, und welche Droge wäre das wohl für die Menschen? Das wäre jetzt eine interessante Frage, mit der die Außerirdischen die Menschen gefügig machen. Internet vielleicht oder keine Ahnung. Ja, das Bewusstsein in den Computer wandert und man kommt nicht mehr von dem Ding los. Oder die Aliens bringen etwas mit, worauf die Menschen total scharf sind. Und das wird zum Beispiel außerirdische Sexpuppen, die völlig unwiderstehlich sind für männliche Menschen. Mit drei Brüsten. Jetzt möchte ich noch mal kurz zu der Frage gehen, das Forschungsnetzwerk Extraterrestrische Intelligenz hat, das steht auf der Webseite drauf, das ist ja ein Szenario, was man bei der Vielzahl von Exoplaneten, die da jetzt entdeckt werden, auch gar nicht mehr so abtun kann, als so ein unwahrscheinliches, dass es eben doch irgendwann mal dazu kommt. Welchen Beitrag kann jetzt Ihre, sag ich mal, hypothetische Science-Fiction-literaturwissenschaftliche Betrachtung dazu leisten? Zu dieser Vorbereitung auf so ein echtes Event? Na, überhaupt mal das Andenken, das Denken darüber anzustoßen. Also einfach mal über die Dinge, über die man üblicherweise nicht nachdenkt, einfach mal sich Gedanken zu machen und den eigenen Hirnkasten in Bewegung bringen. Auch darüber sich klar werden, wenn wir intelligentes Leben treffen, da haben wir schon mal das Treffen, das Leben und das Intelligent. Woran machen wir denn jetzt Intelligenz fest? Und in Neubrandenburg war auch dieser hochinteressante Vortrag mit dieser kleinen Krähe. Weiß nicht, ob Sie das auch gesehen haben? Nein, erzählen Sie mal. Da hat ein Verhaltensforscher drei Säulen hingestellt und in die eine Säule Steinchen gelegt, in die zweite Säule Wasser gefüllt. Und zwar so, dass die Krähe gerade so nicht rankommt. Und die dritte Säule halb mit Steinen gefüllt und da lag auch ein Leckerli drauf. Und auf dem Wasser schwamm auch ein Leckerli. Mhm. Und diese Krähe hat diesen Versuchsaufbau noch nie gesehen, hat sich das angeguckt, ist zu den Steinen gegangen, hat 4, 5 Steine in das Wasser geschmissen und dann stieg der Wasserspiegel so weit an, dass die Krähe sich das Leckerli holen konnte. Das heißt, er hat sich ein Bild von der Situation gemacht, hat sich darüber klar gemacht, dass der an das Leckerli mit den Steinen nicht rankommt. Das hat er überhaupt nicht angeguckt. Und hat dann einen Plan gefasst, wie er an das Leckerli rankommt und hat diesen Plan dann ausgeführt. Das setzt einiges an Planung voraus und an... Ja. Das ist ungefähr, 4, 5-jähriges Kind, die Intelligenz.
Und die können schon viel in dem Alter. Mhm. Oder die Dinge, die die Delfine womöglich alle beherrschen mit ihren riesigen Gehirnen. Mhm. Zum Beispiel aus dem Schall, der aus zig Richtungen reflektiert wird von ihren Ultraschalllauten, bauen die sich ja ein 3D-Modell der gesamten Umgebung. Denn die stoßen dann irgendwo an unter Wasser, obwohl sie nichts sehen können. Also da gibt's unglaubliche Geistesleistungen. Und die Frage ist doch, würden wir die Geistesleistungen von Alien überhaupt als solche erkennen? Komme ich wieder zurück zu Stanislaw Lem, der lässt in seinem Roman Eden Raumfahrer auf einem bewohnten Planeten landen. Und diese Bewohner sind ganz offensichtlich keine Tiere, denn sie haben große Gebäude, sie haben Fahrzeuge, sie haben Straßen. Aber sie tun lauter Dinge, die man nicht verstehen kann, die man nicht begreift. Da gibt es eine Riesenfabrik, die stellen irgendwelche Dinge her und die werden transportiert über Land und werden in einer anderen Fabrik wieder auseinandergenommen. Da kommen ganz andere Dinge raus und die werden wieder woanders hingeschafft. Und man versteht aber den Sinn nicht. Und dann bringen sie manchmal sich gegenseitig um und schütten sich mit so einem Bulldozer Erde über die toten Körper. Und es gibt aber gar keine erkennbaren Konfliktparteien. Da fragt man sich dann, wenn wir das wieder umkehren, ist ja immer interessant, sowas umzukehren, und die Aliens kommen an einem Sonntag Mittag auf die Erde und gucken zu, wie unter unglaublichem finanziellen und materiellen Aufwand es ermöglicht wird, dass 22 Leute eine Stunde lang im Kreis fahren. Würden die das für intelligentes Benehmen halten? Hm. Oder das andere Beispiel, 22 Männer laufen anderthalb Stunden lang hinter einem Ball her. Ja. Und jeder hat mehr auf dem Konto, der könnte sich das ganze Spielfeld voller Bälle kaufen. Ja. Da muss man gar kein Außerirdischer sein, um das nicht zu verstehen. Und das bringt einen nämlich zu der Frage, ist denn das, was Menschen machen, ist das überhaupt ein Zeichen für intelligentes Leben? Stimmt. Die Existenzgrundlage abzusäbeln, auf der wir sitzen und so weiter. Ist zum Beispiel ausgesprochen unintelligent. Ja. Also zum Beispiel, dass die Japaner und die Chinesen systematisch den Ozean in einen toten Ozean verwandeln da hinten, indem sie alles gnadenlos leerfischen, bis nichts mehr sich fortpflanzen kann, ist eine ausgesprochen blöde Verhaltensweise. Es wird trotzdem weiter gemacht. Und da könnte man noch viele Dinge aufzählen, wo Menschen beweisen, dass sie ausgesprochen unintelligent handeln können. Man muss nicht unbedingt RTL 2 gucken, Nachrichten reichen da schon völlig aus. Tja, die Beschäftigung mit außerirdischer Intelligenz wirft auch ein neues Licht auf unsere eigene Art. Und allein darum finde ich diese Forschungen schon sehr interessant. Das gesamte Gespräch mit Science-Fiction-Experten Carsten Gruschel seht ihr ab sofort auf exomagazin.tv. Für nur 49 Euro bekommt ihr dort Zugang zu sämtlichen exklusiven Filmen. Schaut doch mal rein. Oder doch erstmal weiterblättern? Hier erfahrt ihr, wie UFOs scheinbar Militäreinrichtungen ausspionieren. Und dort seht ihr, wie das brasilianische Militär im Dschungel einst auf UFO-Jagd ging. Anzeichen von Intelligenz, die gibt's beim UFO-Phänomen ja schon lange. Ich halte das sogar für die heißeste Spur. Bis bald. Ciao.